wir selber sehen uns oft gar nicht so richtig als Künstler. Ich mache halt einfach das, was ich mache und das lebe ich halt und dadurch wird es halt als Kunst wahrgenommen. Ich finde es total schön, dass man in Berlin viele Galerien hat, Museen hat. Man kann sich durch verschiedenste Sachen einfach inspirieren lassen. Tape Art ist die Kunst, aus ein paar Linienstärken und ein paar Farben teilweise richtig figurative Bilder zu erstellen. Wir haben probiert, aus diesen klassischen geometrischen Formen die Sachen einfach weiterzuentwickeln und auf die Spitze zu treiben. Der Entwurf ist halt eine sehr abstrakte Interpretation von einem urbanen Raum. Wie wenn man im Reisebus sitzt, durch eine Stadt fährt, in den Himmel guckt und die Häuser fliegen so an einem vorbei. Was gibt's Besseres als Leinwand, als so ein Bus, der rumfährt und den tierisch viele Leute sehen? Wir haben uns viel mit dem Thema Urban Jungle befasst. Da geht es darum, dass die Natur oder die Tierwelt den Großstadtraum zurückerobert. Da sehe ich halt Kunst, dass es Leute halt auch inspiriert und Horizonte erweitert.